Moin Leute, heute geht's mal darum, wie ich es von solchen Bächen zu solchen Bächen geschafft habe. Und darum, wie ich generell ans Wildwasserpaddeln rangekommen bin. Ich habe immer mal wieder Kommentare darüber gelesen, dass einige von euch gerade dabei sind, erste Erfahrungen im Kajak generell zu sammeln oder auch speziell im Wildwasser, beziehungsweise gerade so ein bisschen in den Sport eintauchen, was mega cool ist. Und ich dachte, ich erzähle einfach mal, wie ich angefangen habe und wie mein Weg ins schwere Wildwasser verlaufen ist, weil euch das vielleicht hilft, besser zu werden und den Spaß am Paddeln zu finden und zu behalten. Ich freue mich übrigens mega darüber, dass ihr immer noch so oft die Videos schaut und kommentiert, obwohl gerade akut nicht so viel neuer Content dazukommt. Das finde ich richtig cool. Freut mich mega. Wir sind mittlerweile schon fast 1000 Leute in unserer kleinen Schmob-Community. Das ist echt einfach verdammt viel. Es soll natürlich auch demnächst wieder neuen Paddel-Content geben. Dafür muss ich selber aber erstmal wieder ins Boot steigen. Das passiert auch demnächst, aber ich denke mal so ab Ende Juni kann man vielleicht damit rechnen, dass wieder neue Paddel-Videos für euch kommen. Und solange erzähle ich ein bisschen über meine Paddel-Vergangenheit und wie es dazu gekommen ist, dass ich heute so paddel, wie ich paddel. Ich habe dafür auch extra meine alten Festplatten durchforstet und so viel Video- und Fotomaterial zusammengesucht, was ich irgendwie finden konnte, damit ihr direkt bei meinen Erzählungen dabei sein könnt. Denn eine Sache hat sich ziemlich durchgezogen durch die Jahre. Eine Kamera hatte ich so ziemlich immer dabei. In Kontakt gekommen mit dem Wildwasserpaddeln bin ich über meinen Vater, weil der das schon in seiner Jugend gemacht hat. Und ich komme ja aus Norddeutschland, genauer gesagt aus einem Dorf zwischen Hamburg und Bremen. Und dementsprechend ist da Wildwasserkajak natürlich ein komplett unbekannter Sport eigentlich und die Voraussetzung auch denkbar schlecht. Aber aus irgendeinem Grund hat ausgerechnet der Kanuverein aus meinem Dorf mal mit dem Wildwasserpaddeln angefangen und so hatte ich dann auch den ersten Zugang dazu. Ich bin da aber nicht einfach mal so hingegangen und habe Hallo gesagt, sondern eigentlich hat meine Kajakkarriere 2010 im Familienurlaub angefangen. Wir haben Wanderurlaub am Zeller See gemacht und da sind wir dann auf dem See auch mal mit ausgeliehenen Kajaks von so einem Kajakverleih ein bisschen rumgepaddelt und das war schon ganz cool. So richtig hooked war ich da aber ehrlich gesagt noch nicht. Und was so im Wildwasser stattfindet, konnte ich mir auch noch nicht so richtig vorstellen. Aber mein Vater hat dann auch mal gesagt, komm, lass uns doch mal zum Training gehen vom Verein. Und das haben wir dann auch gemacht. Dementsprechend haben Ende 2010, Anfang 2011 meine ersten Stunden im Kajak in einem Schwimmbad stattgefunden. Denn da hat eben das Training vom Verein stattgefunden. Und da habe ich mal die ganzen Basics gelernt. Wie halte ich einen Paddel? Wie öffne ich meine Spritzdecke? Geradeaus paddeln, Hüftknick und dann natürlich letzten Endes auch die Rolle, was super hilfreich war für meine ganze Zeit danach, weil ich die schon sehr früh sehr sicher konnte und dadurch deutlich weniger brenzlige Situationen hatte, weil ich immer wusste, okay, ich kann wieder hochrollen. Das Highlight vom Training waren dann häufig die Sprünge vom 3-Meter-Brett. Da hatten wir extra so eine kleine Rampe dafür und da konnte man schon mal so ein bisschen das Feeling vom freien Fall erfahren. Und das hat auf jeden Fall ordentlich Laune gemacht und schon mal so ein bisschen die Angst auch vor der Höhe genommen, was später dann bei Wasserfällen ganz cool war. Und Anfang 2011 habe ich dann auch meine erste Ausrüstung bekommen, nämlich ein Prion Fever, irgendein Robson-Paddel, fragt mich nicht was für eins, eine Hiko-Spritzdecke. Und damit habe ich dann auch meine ersten Erfahrungen im richtigen Wildwasser gesammelt. Wie ihr in den Videos seht, war ich aber halt auch echt noch klein und da kamen so diese ganzen klassischen Schwierigkeiten vom Anfang des Paddels, gerade wenn man jung ist, dazu, nämlich, dass man seine eigene Spritzdecke noch nicht selber drauf bekommt, weil sie zu krass gespannt ist und auch das Boot tragen auf der Schulter war echt die Hölle und ging die ganze Zeit noch gar nicht. Die ersten Erfahrungen im Wildwasser habe ich dann aber nicht direkt auf wirklichen Wildbächen gesammelt, sondern in Hildesheim an der Bischofsmühle. Da gibt es so einen ganz kleinen Wildwasserkanal, einfach mit 4 Stufen. Und da gab es früher immer so Events, die hießen Wildwasser for Kids. Und das waren richtig coole Events, weil die wurden ehrenamtlich organisiert. Dementsprechend war es auch für alle Teilnehmenden einfach kostenlos. Und da habe ich richtig viel übers Wildwasser und über Strömung gelernt. Zu Anfang vom Camp musste man nämlich immer einmal durchschwimmen durch den Kanal, was unfassbar unangenehm war, aber wirklich hilfreich dafür, dass man so ein bisschen die Strömung schon mal kennenlernt. Und danach standen die BetreuerInnen im Wasser drin und haben einen immer mal wieder reingeschoben in die Stufen, sodass man ein bisschen Gefühl für Surfen bekommen hat und einfach so ein bisschen die Angst vor dem Wildwasser verloren hat.
Und das war richtig cool. Es war auch, warum auch immer, saukalt an diesen Wochenenden. Also ich war zweimal da und ich hatte damals natürlich nur Neo und mir ist echt alles abgefroren. Da war ich scheinbar schon ein bisschen mehr begeistert vom Paddeln, weil ganz ehrlich, sonst hätte ich bei den Temperaturen alles, glaube ich, wieder einfach verkauft und im Schrank versteckt. Weil das war schon richtig hardcore für damalige Verhältnisse. Der Rest meines ersten richtigen Paddeljahres von 2011 hat dann überwiegend einfach wieder im Schwimmbad stattgefunden. 2012 waren wir dann das zweite Mal bei Wildwasser for Kids Anfang des Jahres. Und in der Mitte im Sommer, da ging es dann das erste Mal auf richtige Wildbäche. Wieder im Familienurlaub waren wir, diesmal am Farkasee. Und da haben mein Vater und ich dann mal nochmal einen Kurs gemacht von so einer Kajakschule. 3 oder 4 Ausfahrten, eben auf den ersten richtigen Wildbächen. Das war der allererste, war die geil. Ich weiß nicht mehr, welcher Abschnitt, wahrscheinlich der einfachste. Dann die Socha, einfach als zweiter Wildbach, auch mega cool. Und die Möll, die für damalige Verhältnisse oder wie man sie halt damals gefühlt hat, richtig wuchtig war, aber einfach nur Bock gemacht hat, weil es halt nicht so unfassbar schwer war. Also alles so im Bereich Wildwasser 1, 2, vielleicht mal Richtung 3. Die Kombi von diesen 3 Flüssen kann ich also auf jeden Fall richtig gut empfehlen, so als Starter-Pack, wenn man ein paar Leute dabei hat, die auch schon besser paddeln können. Ich war auf jeden Fall, das hat man gemerkt, durch Schwimmbadtraining und durch Hildesheim schon richtig gut vorbereitet aufs wirkliche Wildwasserpaddeln. Also das kann ich auf jeden Fall definitiv empfehlen, dass man vorher einfach ein bisschen trainiert und sich ein bisschen die Basics aneignet. Dann hat man nämlich viel mehr freien Kopf im richtigen Wildwasser. Angst und Respekt hatte ich aber trotzdem. Also es ist jetzt auch nicht so, dass ich mich von Anfang an da irgendwie direkt wohlgefühlt habe. 2013 waren wir dann wieder auf einer künstlichen Strecke, diesmal aber in Markkleeberg. Da war das allererste Mal, glaube ich, das Kajak-Testival mit ganz vielen Ausstellern und einfach Material, was man testen konnte. Und das war schon eine Stufe mehr zu Hildesheim dann, obwohl ich damals nur die Trainingsstrecke gefahren bin, nicht die große. Hat aber auf jeden Fall Bock gemacht, nochmal wieder ein bisschen sichere Erfahrung gegeben und natürlich super convenient in Markkleeberg, weil man dieses geile Förderband hat, womit man immer wieder hoch kann, ohne aussteigen zu müssen. Und im Sommer ging es dann nach Lienz. Wieder zusammen mit meinem Vater haben wir diesmal die Isel und die Drau unter den Kiel genommen. Die Isel war gar nicht so geil am Anfang. Wir wollten einen schönen Feierabendrun machen und dann ist auf einmal ein, ich glaube, 2 Meter Wehr vor uns aufgetaucht und Wehre sind eh immer gefährlich, aber das war für damalige Verhältnisse natürlich viel zu krass, sodass wir es umtragen mussten und selbst das Umtragen war man halt gar nicht gewöhnt. Das war dann schon ein kleines Abenteuer. Danach haben wir nochmal einen anderen Abschnitt probiert, der cool war, aber auch für mich schon ganz schön knackig mit meinem Prion Fever, weil da doch einige, wahrscheinlich, wenn man sich heute angucken würde, kleine Walzen drin waren, die mich gerne mal aufgestellt haben. Und ich glaube, deswegen habe ich auch bis heute relativ viel Respekt vor Walzen, weil das damals nicht so ein ganz geiles Gefühl war, von so einer Walze so ein bisschen aufgefressen zu werden. Bin nicht geschwommen, nichts Schlimmes passiert. Wie gesagt, die Rolle saß, aber ja, das waren so ein bisschen unangenehme Erfahrungen. Umso easier war es dann auf der Drau, die ist wirklich komplett entspannt, da habe ich nur positive Erinnerungen dran. Ich würde sagen, die Drau ist so einer der Top-Flüsse, wo man als Anfängerin wirklich gut draufgehen kann. Da habe ich auch mal meine Schwester fürs allererste Mal im Boot sitzen mitgenommen und auch das hat ziemlich gut gepasst. 2014 waren wir dann zum zweiten Mal in Markkleeberg und da hatte ich dann mein zweites Kajak auch, nämlich das Blistic Specialized. Das war ein Freestyle-Kajak, was natürlich fürs Schwimmbadtraining ziemlich cool war, weil man einfach ein bisschen mehr machen konnte im Flachwasser. Ich bin damit aber auch echt einige Wildbäche gepaddelt und im Sommer waren wir dann auch in Gollingen als Basecamp wieder mit der Familie und ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr so richtig, was wir da alles gepaddelt sind, bis auf die Königssee Aache. Das war nämlich so ein Urlaub, wo ich ein relativ schlechtes Mindset hatte oder wieder gerade im Vergleich zu den Jahren davor irgendwie mehr Angst hatte. Und deswegen habe ich auch bei keinem der Bäche meine GoPro mitgenommen, weil ich irgendwie zu diesem normalen Paddelstress, den ich dann schon hatte, nicht noch zusätzlich den Stress haben wollte, dass ich eine Kamera dabei habe und auf die aufpassen muss. Über den Urlaub kann ich euch also ehrlich gesagt gar nicht so viel erzählen. So abwechselnde Phasen von Angst und Mut und Motivation und Herangehensweise habe ich übrigens immer mal wieder, da komme ich später auch noch drauf zu sprechen. Das sollte also auf jeden Fall nicht die einzige
etwas schlechtere Phase gewesen sein. Das waren also die ersten 3-4 Jahre vom Paddeln, so die absoluten Anfänge. Und dabei sehe ich eigentlich so zwei zentrale Punkte, die wirklich wegweisend für meine weitere Zeit im Boot waren. Das eine habe ich schon erwähnt, das war das sichere Können und frühe Lernen der Rolle, wodurch ich einfach keine brenzligen Situationen durch Schwimmer hatte am Anfang, die mich vielleicht abgeschreckt hätten. Das zweite ist, dass ich durch den Support meiner Eltern regelmäßig paddeln gehen konnte. Dadurch, dass wir dann immer in den Familienurlauben unterwegs waren und wenigstens einmal im Jahr auch auf richtigen Wildbächen unterwegs waren und so Sachen wie Markkleeberg und Hildesheim besucht haben, konnte ich einfach die ganze Zeit kontinuierlich weiter Erfahrung sammeln. Und ich glaube, wenn ich dieses kontinuierliche Training nicht gehabt hätte, dann hätte ich das ganze Thema schon bald wieder vergessen. 2017 war dann so das Jahr der ersten Male. Das war das erste Jahr, wo ich nicht nur einmal auf richtigen Wildbächen paddeln war und wo ich den ersten Urlaub hatte oder den ersten Paddeltrip, wo ich nicht nur mit meinem Vater unterwegs war, der war zwar auch dabei, aber eben auch andere, noch erfahrenere Paddler. Da hatte ich dann zum Beispiel auch meinen allerersten Schwimmer in der Griesenschlucht auf der Loisach. Da habe ich mich total blöd quer zwischen zwei Steinen festgekeilt und konnte deswegen nicht hochrollen, nachdem ich falsch gekantet habe. Und da habe ich sogar kurz mein Paddel verloren, aber ein Mitpaddler hat es dann Gott sei Dank noch einfangen können. Das war auf jeden Fall eine spannende Situation und hatte ich, wie gesagt, vorher noch nicht so, ist aber alles gut verlaufen. Außerdem habe ich dann, ich glaube, ein, zwei Tage später auf dem Rissbach meine erste Viererstelle gehabt. Die sogenannten schrägen Rippen waren damals so absolut deutlich schwerer als das, was ich davor gepaddelt bin. Und ja, wie gesagt, so ein bisschen so die erste Viererstelle. Ich glaube, ich bin sie nicht unbedingt schön gepaddelt, aber ich bin sie gepaddelt erfolgreich. Und das war dann wieder so der nächste Step, wo man mal ja ein bisschen schwereres Wildwasser erfahren hat. Im selben Jahr war ich auch wieder auf der Isel und auf der Geil unterwegs, was dann deutlich angenehmer und richtig cool war. Und auch auf der Oka. Die Oka, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, das ist im Harz ein Fluss, der nur manchmal Wasser hat, wenn der Stausee Wasser ablässt. Aber das ist eben aus Norddeutschland gesehen so der Home Run quasi, weil es einfach das nächste dran ist. Und da waren wir in dem Jahr auch ein oder zweimal. 2017 habe ich also auf jeden Fall richtig viel Erfahrung gesammelt, sowohl einfach im Boot auf dem Bach als auch durchs Paddeln mit anderen erfahrenen Paddlern, was richtig viel bringt. Und habe einfach richtig viel Spaß gehabt beim Paddeln. Ich würde sagen, das war so der Start meiner richtigen Wildwasserzeit. Passend zu 2017 habe ich dann Anfang 2018 meinen ersten Creaker bekommen, nämlich den Lettmann Manta, den gelb-orangenen. Ihr kennt den vielleicht noch aus den ersten Videos. Und das war dann so die Basis fürs weitere schwerere Wildwasser, weil der einfach mehr Sicherheit verliehen hat. Und damit bin ich dann wirklich auch die ersten Viererbäche gepaddelt 2018. Wohlgemerkt 8 Jahre, nachdem ich das erste Mal im Boot saß. In diesem Jahr war ich auch das allererste Mal komplett ohne meine Eltern und nur mit anderen Paddlern unterwegs. Nämlich in Pfunz hatten wir unser Basecamp und sind von da aus verschiedene Flüsse gepaddelt. Und das hat sich dann nochmal mehr nach so einem richtigen Paddeltrip angefühlt, weil man wirklich ausschließlich dafür unterwegs war. Da sind wir dann zum Beispiel die Giasun gepaddelt, was mega cool war. Und auch das erste Mal auf der Ötz. Und da haben wir die obere und die Köfelzer gepaddelt. Auch echt bei ein bisschen viel Wasser für meine damaligen Verhältnisse. Ich glaube, es waren so 2,20 Meter von dem damaligen Pegel. Und das war schon ziemlich knackig. Im selben Urlaub habe ich dann auch meinen zweiten Schwimmer gehabt, nämlich auf der Trisanna. Und das war, wie ein paar Schwimmer später auch, einfach weil zu wenig Wasser drauf war. Wir sind dem bei relativ wenig Wasser gepaddelt und da konnte ich einfach, nachdem ich blöd gekentert war, nicht mehr hochrollen. Und das Ärgerliche war, dass mein Boot, mein Manta, dann kopfüber eine ganze Weile den Bach runtergeschwommen ist und seitdem komplett zerkratzt war. Auch die Griffe, die ich heute noch an meinem Rocky habe, sind noch die von dem Manta. Die sehen katastrophal aus und es war echt ein bisschen traurig, weil ich halt gerade so mein das Boot neu hatte und es direkt ziemlich zerschrammt war. Zu der Zeit 2017, 2018 habe ich auch angefangen, deutlich mehr Kajak-Videos zu schauen. Und ich glaube, die haben mir schon auch ein bisschen dabei geholfen, besser zu werden. Zum einen haben sie mir Motivation zum Paddeln gegeben und zum anderen habe ich immer versucht, aktiv zu schauen, wie die Profis Paddelschläge setzen, welche Linien sie fahren. Und ich glaube, das ist wirklich eine gute Hilfestellung, um einfach mal so ein bisschen Input zu haben, wie
richtig gute Paddler das machen. Natürlich muss man auch trotzdem noch paddeln gehen, allein vom Videos schauen tut sich nichts. Aber das würde ich auch empfehlen, in einem gewissen Ausmaß hier und da vielleicht mal ein paar Videos einfach reinzuschauen und zu gucken, wie andere Leute paddeln und wie das aussieht und warum es so smooth aussieht, wie es aussieht. Im selben Jahr waren wir dann auch nochmal in Lienz und da ging es schon richtig zur Sache. Da sind wir dann mit ein paar anderen Paddlern zusammen die hintere Isel gepaddelt, auf der ich das dritte Mal geschwommen bin. Wieder, weil zu wenig Wasser zum Rollen war, allerdings nur an einer Stelle. Es war super unglücklich. Und da habe ich dann tatsächlich mein rotes Robson-Paddel verloren. Das ist untergetaucht und nie wieder aufgetaucht, leider. Und später die Tage sind wir auch noch den Differeggenbach gefahren, die Tunnelstrecke. Und das war auf jeden Fall mit Abstand das schwerste Wildwasser, was ich bis dahin gepaddelt bin. Ganz wichtig ist aber, dass wir gerade bei sowas nie ganz stumpf auf irgendwelche Bäche einfach draufgegangen sind und mal geguckt haben, wie es läuft. Wir hatten immer Leute dabei, die die Bäche kannten und die auf jeden Fall zu dem Zeitpunkt besser gepaddelt sind als ich und ein, zwei andere Leute, die dabei waren. Das ist auf jeden Fall eine wichtige Sache, einfach um das Ganze, um dem Ganzen wenigstens so ein bisschen Risiko zu nehmen. Dementsprechend brauchte ich ein neues Paddel und das habe ich dann im Herbst zu meinem 18. Geburtstag bekommen, nämlich das Prion Godzilla, was ich schon bis letztes Jahr gepaddelt bin. Und nach den beiden Jahren, 2017, 2018, habe ich mich dann so richtig wohlgefühlt im Wildwasser und war so richtig am Start. Und dem wurde dementsprechend dann auch 2019 noch einer draufgesetzt. Das Jahr eingeläutet haben wir mit einer geilen Tour zu Oka noch im Schnee und das war auch mal eine sehr spannende Erfahrung, einfach im Schnee zu paddeln. Arschkalt, aber richtig cool. Und da habe ich auch schon einen Trockenanzug gehabt und das war ein absoluter Gamechanger. Man fühlt sich so viel wohler und sicherer in einem Trockenanzug. Also ich möchte, außer bei 30 Grad oder vielleicht 25, nie wieder ohne paddeln. Das kann ich wirklich empfehlen für die Leute, die das Geld haben. Ein Trockenanzug ist eine unfassbar geile Sache. Ich war dann auch das Jahr mal wieder in Pfunz. Das war irgendwie unser Ding damals so. Und das war kein unfassbar spannender Urlaub. Ich bin das erste Mal die Sanna gepaddelt. Und die Sanna kann ich auf jeden Fall mega empfehlen zum Einstieg. Abhängig vom Wasserstand. Also man sollte schon gut im Boot sitzen. Aber die Sanna ist ein etwas schwierigerer Bach. Je nach Wasserstand, der wuchtig ist, der aber relativ safe ist, also wo jetzt keine ganz fiesen Gefahren und Stellen lauern. Und das ist einfach ein absoluter Spaßbach, also das war richtig cool. Und dann sind wir noch ein paar andere Bäche in der Umgebung gepaddelt, aber warum dieser Urlaub wichtig war, ist, dass ich da Malte kennengelernt habe. Das war schon 2019. Wir haben ihn und die Truppe drum, sein Vater, sein Onkel und ein paar andere Leute an der oberen Ötz getroffen. Mit seinem Vater und seinem Onkel bin ich dann sogar noch das allererste Mal die untere Fenta gepaddelt und am nächsten Tag dann noch einen Run auf der Sanna gemacht und dann saßen wir noch bei einem Eisbecher in Imst zusammen, haben Nummern ausgetauscht. Bis wir uns dann das nächste Mal gesehen haben, hat es aber ein bisschen gedauert. Erstmal ging es in dem Jahr für mich nämlich das allererste Mal nach Norwegen. Ich habe da einen Kurs gemacht von Outdoor Direkt, also von Christian und Nadja Zicke. Und das war super spannend, weil Norwegen einfach einen ganz anderen Wildwassercharakter zu bieten hat. Und ich auch das allererste Mal komplett mit fremden PaddlerInnen unterwegs war, wo ich wirklich niemanden kannte. Und in den zwei Wochen habe ich einfach richtig viel übers Paddeln gelernt. Ich saß da ja, muss man bedenken, schon fast 10 Jahre im Boot. Aber es gab trotzdem noch echt viele Skills und Sachen, von denen ich einfach noch nie was gehört hatte. Oder die ich mir teilweise auch falsch antrainiert habe oder schlecht antrainiert habe. Also wenn das Geld da ist, kann ich das auf jeden Fall jedem und jeder empfehlen, mal so einen Kurs zu machen, weil das doch, wie bei allen Sachen eigentlich, hilft, wenn man mal einmal Technik und Co. wirklich richtig beigebracht bekommt. Aber auch unabhängig davon waren das einfach unfassbar coole 2 Wochen, der erste richtige Paddle-Roadtrip und auch meine allerersten Wasserfälle, die Little Hooker Falls, bin ich da gepaddelt. Im Herbst 2019 bin ich dann nach Süddeutschland umgezogen und nach Süddeutschland zu ziehen, die Entscheidung war überwiegend des Paddelns wegen. Und da bin ich dann 2020 mit ein paar neuen Leuten aus der Heimat, aber auch einem altbekannten Kumpel, in den Alpen auf einem Roadtrip unterwegs gewesen. Und da haben wir viel gepaddelt, ich habe aber wenig konkrete Erinnerungen, ehrlich gesagt.
Wir waren auf der Eissack, auf der Sill auf jeden Fall. Viel mehr weiß ich aber gar nicht mehr so richtig, weil es auch nicht so gut harmoniert hat mit den Leuten und deswegen so mäßig spaßig war. Das ist auf jeden Fall was, was ich gelernt habe die Jahre über. Paddeln macht nur richtig Bock und fühlt sich vor allem nur sicher an, wenn man mit den Leuten, mit denen man da im Boot sitzt, auch so gut zurechtkommt und eine gute Zeit haben kann. 2020 war es dann endlich soweit und ich habe Malte wieder getroffen, beziehungsweise bin aktiv mit ihm und Daniel paddeln gegangen und das war nochmal so ein richtiger Meilenstein, weil das einfach der erste Paddelurlaub komplett auf eigene Faust war, wo wir alle ungefähr das gleiche Erfahrungs- und Skill-Level hatten, wo niemand Älteres dabei war, der schon länger paddelt. Das war einfach nochmal so ein richtiger Confidence-Boost und hat mega Bock gemacht und deswegen war es auch einfach so entscheidend, dass ich da irgendwie zufällig Malte getroffen habe, weil wir ab da einfach richtig gut zusammen paddeln gehen konnten. Wir waren da mal wieder in Imst und im Ötztal unterwegs, also Sanna, Ötz, Fenta, obere und untere, glaube ich, und all die Geschichten und hatten einfach eine gute Zeit und das war auch so eine richtig, richtig gute Saison für mich, wo ich einfach wieder mich richtig fit gefühlt habe und richtig gerne im Boot gesessen habe und einfach alles ziemlich geil war. Das gute Mindset konnte ich dann auch in 2022 mitnehmen. Da haben wir wieder einige von denselben Flüssen gepaddelt wie die Ötz und die Sanna, was ganz cool war als Trainingseffekt, wenn nicht immer alles neu ist. Und haben aber auch einige neue Bäche in Angriff genommen, wie die Lammeröfen, Salzachöfen und sowas. Das waren die ersten Videos, die ihr dann auch gesehen habt. Und das erste Mal, dass mir dann auch ein Boot kaputt gegangen ist. Mein treuer Manta nach 5 Jahren dann. Weswegen ich den kurzfristig vor Korsika noch gegen den Rocky austauschen musste. Dann im Herbst, ihr wisst es, beziehungsweise eigentlich schon im Winter, im Dezember, waren wir auf Korsika und das hatte wieder so ein bisschen das ähnliche Feeling wie der erste Trip, den ich mit Malte allein gemacht habe, weil es wieder so was ganz Eigenständiges war, wo wir auf uns gestellt waren, selber die Flüsse ausgesucht und gepaddelt haben mit relativ wenig Infos. Das war richtig, richtig geil und sicherlich mein Highlight der bisherigen Paddelkarriere. Die erste Woche hatte da so ein richtiges Abenteuergefühl irgendwie und die zweite haben wir dann wieder einen Kurs gemacht, also ich wieder, Malte das erste Mal, diesmal aber von Source to Sea waren wir eine Woche auf den richtig schweren Bächen Korsikas unterwegs und das war auch ziemlich cool. Wenn ihr selber überlegt, vielleicht mal einen Kurs zu machen, gebe ich euch gerne einmal so einen kurzen Vergleich aus den 2 Kajakschulen, mit denen ich Erfahrung gesammelt habe, nämlich Outdoor Direct und Source to Sea. Ich würde sagen, oder aus meiner Erfahrung, ist Outdoor Direct ein bisschen mehr darauf ausgelegt, wirklich was zu lernen, was Neues. Also man hat wirklich Schulungseinheiten und geht verschiedene Paddeltechniken durch, auch in den schweren Kursen. Und hat generell insgesamt mehr so ein bisschen so ein Urlaubsfeeling, ist sehr gemeinschaftlich. Und Source to Sea hat mehr den Fokus, wie ich es auf Korsika erlebt habe, von Ballern, Schwere und viele Bäche paddeln. 2023 war dann mit 2022 auf jeden Fall der Peak meiner Karriere und das habt ihr alles komplett miterlebt. Da brauche ich eigentlich gar nicht mehr viel zu sagen. Da könnt ihr, wenn ihr nicht schon die Videos gesehen habt, die Videos anschauen. War allerdings auch wieder ein Jahr, in dem mein Mindset nicht so richtig gut war, gerade im Vergleich zu den Jahren davor. Und dementsprechend sind im letzten Jahr auch so ein paar Sachen passiert, wie die eher suboptimale Abfahrt auf der Brandy oder der Schwimmer und kleinere Verletzung in der Schweiz. Ich hoffe, dieses Jahr 2024 läuft das Ganze wieder ein bisschen runder und ich sitze wieder ein bisschen besser im Boot. Das war also so meine Vergangenheit einmal aufgelistet und insgesamt würde ich sagen, dass genau 2 Themen die entscheidenden Erfolgsfaktoren waren, warum ich schon so lange paddel und immer besser geworden bin bis heute, wo ich schon recht schweres Wildwasser paddel. Der erste Faktor dabei ist Zeit. Ihr habt ja schon gemerkt, es ist ein sehr langer Weg gewesen, 8 Jahre, bis ich das erste Mal im Wildwasser 4 war. 10, 11 Jahre, bevor ich das allererste Mal ohne bessere Paddler selber auf eigene Faust unterwegs war. Aber das hat auch sehr viel Ruhe reingebracht. Ich hatte wenig brenzliche Situationen, die mich abgeschreckt haben durch diese langsamere Steigerung. Und auch nicht nur des Abschreckens wegen, auch wegen Unfällen, kann ich das auf jeden Fall empfehlen,
das Ganze mit Ruhe zu nehmen und sich die Zeit zu nehmen und wirklich langsam, aber dafür kontinuierlich sich zu steigern. Das zweite Thema ist Support. Vor allem von meinen Eltern, aber auch von allen Leuten aus dem lokalen Kanuverein oder sonstige PaddlerInnen, die mit mir paddeln gegangen sind und auf dem Bach unterwegs waren, auch wenn man dafür viele Stunden im Auto sitzen musste. Dazu zählen echt einige Leute und ich habe meine kleine Aufzählung erstellt und möchte einfach mal Danke sagen an meine Eltern, an Kurt, Werner, Gerrit, Michi, Christian, Nadja, Philipp, Malte, Manni, Hansi, Dominik, Flo, Bernie, Luca und an euch dafür, dass ihr diese Videos so feiert und gerne guckt und dadurch auch das Paddeln nochmal auf einen ganz anderen Stellenwert für mich gehoben habt, weil es eben nicht nur das Paddeln selber ist, sondern auch das Berichten darüber und ihr so fleißig die Videos schaut, liked, kommentiert und so weiter und so fort. Danke! Wenn ihr Fragen habt, haut die gerne mal in die Kommentare rein und erzählt auch super gerne mal, was euch in eurer Entwicklung und eurer Paddelkarriere so geprägt hat. Das würde mich voll interessieren und dann geht's ganz bald hoffentlich weiter mit Paddelvideos. Ich wünsche euch allen einen richtig guten, wunderbaren Start in die Saison und freue mich, wenn ich wieder Videos produzieren kann und vielleicht auch wieder ein paar von euch am Bach treffe. Also habt eine gute Zeit. Bis dahin, haut rein.